Gru, vormals Fiesling, inzwischen künftiger Weltenretter. Und sie wird seine Partnerin, Agentin Lucy, der Martina Hill die deutsche Stimme borgt. Damit habe ich nicht gerechnet. Oder etwa doch? Also ich bin jetzt mal keine Top-Agentin, so viel ist klar. Und ich kann auch keine Kampfsportarten. So viel ist auch klar. Aber ich glaube, wir haben, und deswegen bin ich vielleicht auch für die Rolle besetzt worden, ein ziemlich großes Stimmenspektrum, weil sie auch sehr, sehr tief werden kann und sehr, sehr hoch und so einen kleinen, quirligen Charakter hat. Und ich glaube, deswegen passen wir ganz gut. Also das passt ganz gut aufeinander. Sie ist zwar noch ein Ticken dünner als ich, aber ich bin ja auch schon so ein Hering, aber sie, wie gesagt, sie passt irgendwie fünfmal in mich. Hi! Sorry, Agentin Wild von der AVL. Sie haben da eine Kleinigkeit. Das kriegen wir hin. Oh, es verschmiert. Schon gut, lassen Sie es. Lassen Sie das aufhören! Oh. Ich denke, ich lasse es. Tja, was Sie da gerade gesehen haben, ist etwas absolut Neues, an dem ich zurzeit feile. Eine Kombination aus Jiu-Jitsu, Krav Maga, aztekischer Kampfkunst und Krambing. Okay, das ist zu schräg. Warum sind Sie hier? Im Auftrag von Silas. Ich bin Ihre Partnerin. Ja! Was? Nein! Ich mag das sehr gerne. Und diese großen Kulleraugen, auch bei der Agnes und so. Und auch bei ihr, sie hat ja auch so eine... So auch irgendwie so ein bisschen Manga. Wie heißen die? Diese Manga-Figuren. Ein bisschen, ne? Ein bisschen... Manga auf Europäisch. Ja, ja, genau. Dieser Hollywood-Film wurde in Frankreich mit zwei französischen Regisseuren produziert. Vielleicht ist er deshalb ein bisschen anders. Diese gelben Minions, wo keiner weiß, wo die eigentlich herkommen. Genau, ja. Sind ja ganz interessant, sind auch amüsant. Im realen Leben hätten Sie Verwendung für die? Ja, natürlich. Wer will denn keinen? Ich würd mir einen kaufen, wenn es die als Kuscheltiere zu kaufen gäbe. Oder als Haustier hätte ich gerne eins doch. Oder zwei. Wobei, die sind unberechenbar und haben irgendwie eigentlich nur Unsinn im Kopf. Deswegen, ich bin mir nicht ganz sicher. Also sie eignen sich ja ganz gut als Nannies oder Gehilfen, aber vielleicht, nee, doch, ich glaube, die wären mir doch zu anstrengend. Ich glaube, wenn man da nach Hause kommt, weiß ich nicht, ob die da nicht wieder irgendeinen Humbug angestellt haben. Aber süß sind sie. So ist es. Süß sind sie, die Minions. Und verdammt anarchistisch dazu. Aber manchmal können sie sogar romantisch sein. Zumindest, wenn es um Martina Hill geht. Animationsfilme sind ja in den letzten Jahren immer vielseitiger geworden, immer unterschiedlicher und wahnsinnig erfolgreich. Woher kommt das, dass dieses Genre so explodiert ist? Weil es einfach gut gemacht ist. Weil es einfach... Es einfach sieht so wunderschön aus. Ich finde, man kann da so eintauchen in so eine wunderschöne, präzise, gezeichnete Welt. Das ist so ein, sagt man, Augenschmaus? Ja, also das ist einfach Entertainment pur, finde ich. Ich liebe das, in Kinofilm zu gehen und dich einfach mal so ein berauschen zu lassen mit so einfach bunten Bildern, die mit der Realität nichts zu tun haben. Das Regieduo Chris Renaud und Pierre Coffin setzt auf ein Feuerwerk von Einfällen, Gags und witzigen Animationen. Was wiederum den Sprechern ihre Arbeit reizvoll machte. Qualität setzt sich einfach durch. Und ich glaube, und inhaltlich sind die auch teilweise so, haben die ja so eine Tiefe und so eine Aussage, das ist ja schon längst nicht mehr nur für Kinder. Also das ist ja wirklich für Groß und Klein und die ganze Familie. Also ich glaube, da kriegt jeder was ab. Und so ist es auch bei dem Film. Also der hat schon seine Momente auch und ist nicht nur für Kinder, finde ich. Oder? Nö. Nö, auf keinen Fall. Auf keinen Fall.